Welcome to our next Friday stream. We're gonna hop to Edgefield with the challenge mode. Moin zusammen, ich hoffe, ihr habt jetzt einen schönen Einstieg ins Wochenende. Wir sind wieder hier am Freitagsstream unterwegs und wir gehen jetzt in Phasmo nach Edgefield mit den Challenge Mode Einstellungen. So, das Küken ist schon da. Ja, Geisterfoto, klar. Was ist denn das hier für eine Schneelandschaft mit den Smudgies? So, okay. Wo war der Brecki? Der war, glaube ich, im Keller, ne? Der Brecker ist im Keller. Okay, da mache ich den Brecki schon mal an. Haben wir eine Cursed Possession hier? Ihr müsst nach der Cursed Possession suchen. Ich weiß nicht, welche das ist. Das ist ja random hier im Challenge Mode. Mein Gott, war das ein lauter Ambient-Sound. Ich habe extra Edgefield genommen, weil da ist die Vorbereitung schneller. Kein Summoning Cycle. Also müsste es oben irgendwo eine sein. So. Im Keller haben wir schon mal ein Versteck. Oh, oh, los. Also sorry, falls es bei mir ein bisschen laggy ist. So, hier ist nix. Das Ouija-Board könnte noch da hinten sein, in der Küche. Ghosty, where are you? Wir haben das Ouija-Board als Cursed. Ich mach die mal aus, die Kerze, weil die brennt sonst leider aus. Ist die billige T2. Hi Jutta, Ouija-Board, wo war das nochmal, dass ich dann ein Foto gefunden habe? Ja, ich kümmere mich schon drum. Ich habe mir eine Kamera vom Eingang geholt. So. Oh, okay. Aber die oben. Ja, hier unten ist es auch ziemlich still. Wo ist dieser Geist? Wenn ich den jetzt frage, wo er ist, verliere ich viel Sanity. So, lassen wir das mal hier. Muss ich jetzt dieses billige Thermo benutzen? Hier unten ging gerade eine Tür am Badezimmer. Also erwarte ich schon direkt mit einem Thermo. Ja, viel Spaß mit dem lahmen Thermo. Ist er gerade in Sensor? Ich glaube, der ist gerade in Sensor, oder? Der ist wahrscheinlich im Mini-Badezimmer. Ja, da ist er gerade reingelatscht. Mini-Badezimmer. Gut. Die Sensoren sind immer besser, um den Geist zu entdecken. So, zack. Kruzi. Erstmal absichern. Hallo, du Ghost Event. Wo bist du denn? Na, ich habe ihn nicht gesehen. So, ja. So. Kleines Red Light Event. So, nehmen wir mal hier Mr. Kamera und Mrs. Buch. Schöne Fußabdrückchen hier. Ich glaube, das ist in der Garage. Boah, Mama, das ist ja nicht ernst. Der ist im kleinen Wartmann. Ein schöner V-Greif. Ey, ich stecke fest. Mann, ich bin von der Kamera eingesperrt worden. Meine Garage war immer auf dem Ding. Hey, Jutta, mit mir. Obwohl ich aber keine Kamera habe. Da liegt, glaube ich, eine rum. Eine Videokamera habe ich schon gerade reingestellt. Wo kann man denn jetzt? Kann man denn testen, ob der zu uns kommt? Theoretisch hier. Ja, da ist ein Versteck hier hinten in dem Lagerraum, wo das Ouija-Board war. Da können wir es dann gleich auch testen, ob der zu uns kommt. Hier ist noch ein Dots, obwohl Dots haben wir ja. Also, das ist nicht hinter dem Regal, glaube ich nicht. So, falls das ein Phantom ist. Kann man das an die Decke machen? Ja. So. Ey, ist der Geist überhaupt hier? Hier ist Single Hard. So früh schon? Der ist doch da gerade eben in den Sensor rein. Ah, mein Knie juckt. Warum? Da ging doch gerade wieder eine Tür. Vielleicht ist es wirklich ein Phantom oder ein Banshee. Hier ist 8,1 in dem, wo das Klavier ist.
Könnte hier drin sein. Hier ist die Bar. Ja, hier hat er gerade was geworfen. Ach, links ist das. Wo ist denn das EMF? Ich habe eins im... Da, oh. Guck mal da, wie viel das da ist hier. Die Tasse. Ach, ist schon zu spät. Wenn man selber nicht die ganzen Items parat hat, ist das immer schwierig. Also, aber wir haben nur eine Frau bis jetzt. Das könnte ein Stalker sein. Wo ist die Kamera? So. Ja, dann müssen wir mal schauen. Event. Fiji. Pups. Ich kann nicht mehr. Ja, Kruzis liegen ja überall. Ja, das war wegen dem Event zugegangen. Demon hätte Freezing. Ja, viel Spaß. Das wird hier eine Ewigkeit dauern, ey. Also, was hatten wir? UV EMF und du. Heute oder Meilen? EMF, EMF, Heavens Mining. Was war denn der andere Beweis noch? Also, Ultraviolett, wo? EMF 5. Achso, EMF 5 hast du gesehen? Okay. Okay, ich kann den mal einfach smudgen und dann könnt ihr ja versuchen, ein Foto zu machen davon. Warte mal, ich brauche einen Sensor, damit ich weiß, wo der ist. Gucken wir mal, ob der da irgendwo reinläuft. Da, da, da. Ist er denn hier jetzt gerade? Ich versuch's einfach. Ja. Haben wir ihn erwischt? Hä? Ich hab noch nicht mal mit dem Smudge den erwischt. Was ist denn das für ein Scheiß? Ja, wo ist der Arschkeks? Mann, hat er jetzt schon wieder in den Flur gewechselt? Ich hasse dieses Raumwechseln, ne? Boah, ich hasse Raumwechseln. Ich bin froh, wenn wir gleich wieder unseren Schwierigkeitsgrad spielen. Nee, ich versuche mal den Flur. Was ist denn das für ein Beschiss, ey? Alter. Das gibt's doch nicht. Was war schon genau? Wenn das so weitergeht, habe ich gleich keine Smudgies mehr. Wir müssen warten, bis der in den Sensor läuft. Wo ist der denn? Ist der vielleicht in den Keller? Hand, Hand, Hand! Ghost! Ghost! Nein! Nein, ich hab doch gesmatscht! Ich hab keinen Smudge mehr hier! Ich hab doch gesmatscht! Jetzt sag mir nicht, immerhin hat das Smudgen gezählt. Warum kommt der von oben oder ist der vom Keller gekommen? Boah, dieses scheiß Raumwechseln, ne? Das geht mir so auf den Keks, dieses Raumwechseln. Das arme Küken ist schon tot, direkt am Anfang. Tschüss! Warum sterben wir hier? Keiner hatte was an. Das ist mir letztes Mal schon mal passiert. Ja, warum sterben wir da? Das ist mir auch schon mal auf Solo passiert. Okay, wir müssen den Kamm wiederholen. Wir gehen wieder nach Heidschwert, ist mir egal. Das war jetzt der größte Beschiss überhaupt, ey. So. Welcome back. I've got some jobs ready for you. So ein Scheiß, ey. Geht ja schon toll los, ey. Triple Kill war das, ey. Was ja, ist denn bei euch da passiert? Keine Ahnung, der ist einfach, so wie es bei mir Solo letztens passiert ist, einfach random da reingekommen und hat uns einfach gekillt. Obwohl der schon eine halbe Stunde durch das Haus am Rennen war, weißt du? Ja, ja, das Küken war als erstes gestorben. Ich habe noch gesmatscht und einen Smudge nach dem geworfen, aber war wohl out of range oder sowas. Bitte, ich hab dich hier allein krepiert. Nee, wir sind am Schluss gestorben. Das Küken hat es zuerst erwischt.
Ich wollte schön rausgehen, Sanity checken. Hebt sich die Tür zu, wollte ich zu euch kommen. Und da spawnt der Pupskeks mit seinem Brötchenbacken in meinem Gesicht und frisst mich direkt weg wie so ein, Gorio, weißt du? Ja, kam der nicht aus dem Keller? Kam der nicht aus dem Keller? Es klang so, als ob er von einer anderen Etage kam. Ja? Ach, oder es kann auch sein, dass er von oben kam. Jedenfalls bin ich direkt verreckt im Flur. Für mich klang das auch so, als ob der von einer anderen Etage kam. Entweder von oben oder vom Keller irgendwie. So hat sich das angehört. Aber hat da einer von uns was an? Nein, nein, das ist mir auf Solo da auch schon mal passiert, dass der einfach da random reingekommen ist und mich gefressen hat. Ich glaube, das Versteck ist nicht mehr so sicher, wie es früher mal war. Genau, wollte ich gerade sagen. Das Versteck muss besser nicht mehr. Ich wäre besser doch in den Keller, in den Schrank und hatte ich auch vor. Ich glaube, das hättest du nicht geschafft bei der Geistergeschwindigkeit. Du hättest ja an einem Geist vorbeigemusst, weil der ist ja da gespawnt. Wir hatten ja keine andere Möglichkeit. Ja. Deswegen bin ich von hinten reingelaufen, klar, das war mir klar. Aber ich wollte mich vorher schon im Keller wollte ich bleiben, hätte ich besser mal gedacht. Naja, ja komm, wir machen das nochmal, weil das hat jetzt für keinen von uns gezählt. Wir müssen sowieso alle wieder rein, weil wir alle draufgegangen sind. Voll der Ich hatte noch schon mal den eingekramt, das ist am besten. Das ist egal, wir verlieren ja nichts. Einfach jetzt nochmal rein. Geh auf Ready, dann machen wir nochmal. Uff, das fängt ja schon toll an hier. Oh. Hauptsache, ich schreibe euch so schön als Geist im Teller zu. Und dann höre ich nur so ein Dachte ich, hey, was ist denn da los? Da sind ja zwei Leichen im Schrank. Waschraum. Das war irgendwie schon ein bisschen lustig. Da haben wir uns da übereinander gelegt im Waschraum. Ja, toll. Kein Smudge hat den Geist ja getroffen. Hier vorne liegen die Tarotkarten, Küken, die kannst du direkt fotografieren. Okay. Ja, ja, das war witzig. Fängt direkt alles mit einem Triple Kill an, ey. Das heißt, es kann ja nur noch besser werden, ne? Ey, gestern hatte ich auch auf Solo so einen Pech gehabt mit einem Prison Run, ne? Hat so schön alles angefangen. Knochen direkt im Poporaum gehabt und sowas. Geist war in der Dusche, dachte ich auch super. Auf einmal lief einfach nur alles scheiße. Fotos haben auf einmal nicht gezählt, kein Perfect Game mehr. Der Geist hat sich wie ein Arsch aufgeführt und am Ende habe ich gesagt, ach komm, wenn der Geist so ein Arsch ist, kann es nur ein Gorio sein. Und ja, war dann auch ein Gorio. Ey, aber Bube, Knochen haben wir schon gefunden. Oh, die Kerze hier ging gerade aus, die kannst du fotografieren. Da die Kerze. Der Geist ist irgendwo hier oben. Meine Kerze wurde ausgepustet. Ah, Tür. Jetzt mit dem Schneckentempo da alles irgendwie hochbringen. Ey, jetzt verrat mir mal bitte, wie diese Kerze nur als Ein-Sterne-Foto gezählt hat. Ich weiß nicht, die Fotos sind irgendwie busted. Wahrscheinlich muss derjenige das Foto selber machen, dem das passiert ist. Oh, Fingy ist hier auf der Tür. Kannst du fotografieren, wenn du willst. Okay, der Geist ist da oben, der Raum, wo die UV-Lampe so an der Tür so hoch steht. Ja, ich glaube schon. Küken, kannst du mal mit dem Thermo gucken, wo der tatsächlich ist? Weil hier ist kein Atem in dem Raum, vielleicht ist der auch im Flur. Ich baue hier einfach nur schon mal alles auf. So, gucken wir mal nach Verstecken. Shit. Das ist natürlich doof, wenn wir hier kein Versteck haben. Dann müssen wir wieder durch den Geist durchlaufen, wenn wir uns... Oh nee, hier ist es wieder so dunkel. Das ist fies. So, ein EMF brauchen wir. Ah, ich denke mal, der ist hier im hellblauen Zimmer. Achso, hier nebenan in dem Zimmer. Boah, nee, die Radio. Ich komm nicht auf das Bett. Ja, der ist hier. EMF2. Na? Hier ein Orb. Hier ist ein Orb. Wir haben einen Orb.
Ich habe gerade die UV-Lampe aufgestellt. Ich kann es aber beobachten. UV und Orb. Klopfe ich hier ans Fenster? Ja, da ist das Klopfi. Ah, wir wollen ja noch Bobo-Fotos haben. Das wäre Komm, Geist, zeig dich noch mal in den Dots. Ich hätte schwören können. Hat es gezählt? Ja, klar, der war genau in mir drin. Was soll denn die Scheiße? Ey, Fotos kannst du eh vergessen. Das ist so ein Beschiss. Kiki, du kannst ja mit dem Parabol hochkommen. Wir haben Benji. Mich würde interessieren, wer das Ziel ist, weil dann können alle anderen mit einem mega schnellen Geist mitlaufen, wenn wir das Ziel herausfinden. Warte mal, ich gebe dem Geist erstmal die Möglichkeit, zu uns zu laufen. Schnappt euch mal ein Parabol, dann könnt ihr ja das Whisperchen hören. Oder das Schreichen. Ich weiß jetzt nicht, ob er den Raum wechseln wird. Wir müssen nachher mal gucken, wenn einer die Sanity niedrig droppt, wann der huntet. Daran können wir es ja feststellen. Darf ich Salz streuen? Ja, streu ruhig. Tut mal die Sensoren so hier hin, dass man das schön sehen kann, wie der hier rüberkommt. So. Da guckt mal, Leute, das ist ein Banshee. Tut mal die UV-Lampe so hin, dass die das Salz dahin macht. Die aus dem Zimmer. Nicht die, die ist für das Versteck. Vielleicht hören wir auch zusammen einen Banshee-Scream. Da ist er schon! Banshee-Scream! Jetzt habt ihr ihn auch mal gehört, falls ihr den noch nicht gehört habt, weil es gibt Leute, die haben den noch nie gehört. Und ja, bitteschön. So klingt der Banshee-Scream. Hallo, du kleiner Schleichi. Da schleicht einer hier rüber. Kiki, komm mal mit hier rüber. Kannst du dich auch mal ein Parabol hier hinhocken? Lass uns mal beobachten, wie der Geist hier rüberläuft zu uns. Das ist cool. Ich mag das total gerne. Diese stalkenden Geister, ne? Die stalkenden Geister, wenn die zu einem laufen. Ein Banshee könnt ihr in einer Gruppe ganz easy testen, auch ohne Gefahr, indem einfach nur eine Person die Sanity unter 50 draint. Und wenn der dann anfängt zu hunten, dann wisst ihr, dass diese Person das Ziel von dem Banshee ist. Ihr müsst natürlich darauf achten, dass wenn ihr die Person ermittelt habt, dass diese Person auch immer im Haus bleibt. Die Sensoren sind ja noch nicht anständig hier. Ich habe doch gesagt, die sollen anständig dahin. So. So. Da, guck mal, wie der hier rüberkommt. Ich finde das so cool. Ach scheiße, wir haben ja gar kein Board. Wir haben die Karten. Oh, das habe ich ganz vergessen. Gute Idee, Geist. Dann draine ich erstmal meine Sanity. Wir wissen nicht, was bei den Karten rauskommt. Die können wir am Schluss machen. Wenn wir wissen, wer das Ziel ist. Wir müssen das Ziel ermitteln. Ich draine meine Sanity zuerst. Küken, geh mal gucken, wie hoch meine eigene Sanity ist im Moment. Whisper? Auf 80? Das ist sehr hoch. Da seht mal, wie er hierher kommt. Da, Kiki, siehst du, wie der Geist hier rüberkommt? Ja, ja. Hast du schon Banshee Scream gehabt? Nein, das schon gesagt. Küken, mach mal bitte den einen Sensor hier vorne noch irgendwo hin, der da an der Treppe ist, damit wir es besser sehen, wenn der zu uns kommt. Den kannst du ja da an die Wand machen. Event?
Ich glaube, der ist da hinten irgendwo. Ach, wir haben ihn despawned. Wir können auch die Dotzigen hier hin machen, dann sieht man den nämlich auch. Ihr müsst eure Sanity noch erhalten, nur ich darf sie drainen. Weil wir wollen ja gucken, ob ich wieder das Ziel bin. Ich bin ja meistens das Ziel. Das Coole ist mit dem Dots, da könnt ihr gleich dann auch sehen, wenn der auf uns zuläuft. Der könnte Dots auslösen. So, gucken wir mal, ob wir noch einen Banshee-Scream kriegen. Aber achtet mal auf die Sensoren. Das seht ihr dann auch, wie der hier rüberkommt. Weil ein Banshee, den erkennt ihr eher daran, dass er immer zu euch läuft. Also wenn ihr mit null Beweisen spielt, ne? Dann solltet ihr das mit Sensoren und mit Salz machen. Ach nee, ist der wieder stecken geblieben? Ah nee, da ist er ja. Ach, guck mal. Das ist doch cool, ne? Wie krass ist das? Oh, schön, dass wir... Oh, ich bin so wie das Geister... Ach, du hast das Geisterfutter ja schon gemacht. Nee, ich hab's ich versucht, es hat nicht gezählt. Ja, es sieht cool aus mit den Dots, ne? Wenn er dann in den Dot-State geht. Wir müssen nur nachher aufpassen, dass es keinen Dots-Hand gibt. Sanity? Okay, meine Sanity ist schon unter 50. Das Küken hat nach mir die niedrigste Sanity. Das heißt, danach kann das Küken ja mal die Sanity drainen, um zu gucken, wer das Ziel ist. Aber warten wir erstmal kurz ab. Also Verstecke sind da vorne bei den Sensoren direkt. Habt ihr ihn auch gehört? Ja, ich habe ihn ja vorhin gehört, den Banshee. Ja, Victory ist aufgehoben. Ja. Okay, jetzt gucken wir mal, ob der Geist versucht zu handeln, wenn das Küken die Sanity runter hat. Ah, da steht er in der Tür. Vielleicht kriegen wir ja gleich noch einen Scream. Ein bisschen rumspielen kann man ja zwischendurch auch mal mit den Geistern. Ist ja auch mal lustig. Küken, du bist das Ziel. Setz dich ins Versteck. Ja, jetzt weißt du, wie es mir immer geht. Sonst bin ich immer das Ziel. Ich check mal kurz die Sanity hier. Wenn er jetzt unter 50 ist... Ja. Okay, Küken, du bist das Ziel. Dann hock dich ins Versteck. Du musst auf jeden Fall im Haus bleiben. Kiki, du kannst mit dem Geist mitlaufen und Fotos machen. Kiki, du kannst dir eine Kamera schnappen und den fotografieren gleich beim Hand. Hier liegt eine. Das war der Breaker. Keine Ahnung. Jetzt sind die Karten ohne Mist. Na, die Kiki braucht die doch noch, deshalb. Shit, ich bin wohl das Ziel. Ich konnte ihn abwehren. Wenn ich ihn abwehren kann. Ich teste mal, ob ich das Ziel bin. Nee, ich bin's doch nicht. Ich bin's doch nicht. Doch, ich war's doch. Hä? What the fuck? Warum bin ich eigentlich immer das Ziel von den Banshees? Du bist auch tot, wie das? Hat er geswitcht oder was? Ja. Scheiße. Mist. Hä? Hat er auf dich jetzt geswitcht, nachdem ich gestorben bin oder was? Wahrscheinlich. Warum bin ich eigentlich immer das Ziel von denen? Und warum hat er erst versucht zu handeln, als das Küken unter 50 war? Was soll denn das? So ein Scheiß. Naja, wir können ja auch so mit dem jetzt mitlaufen. Wo ist der denn? Da ist er ja. So. Leute, das könnt ihr euch ja mal merken. Das ist normale 150% Geschwindigkeit, was ihr hier hört. Ja, hier laufe ich jetzt nicht nach darunter. Kannst schön selber wieder hochkommen, Freund. Warum bin ich immer das Ziel von Banshees? Es nervt so, ne? Jedes Mal bin ich das Ziel. Natürlich, wenn die Ziele tot sind, dann switcht der natürlich auch, der Geist. Das Küken hat jetzt Spaß. Das Küken hat jetzt Spaß, der wird jetzt eine Ewigkeit so handeln. Haben wir hier eine Tasse? Was?
Wenn ein Vogel kann das sagen. Ja. Der wird jetzt eh. Wie sind beide tot? Ach nee, jetzt. Tschüssi. Toll. Lauf! Ist so ein Scheiß. Ach Mist, dann müssen wir das ja jetzt nochmal machen. Ich hab keine Lust mehr. Nee, der war ja im Versteck. Ach nee, jetzt müssen wir den ganzen Scheiß gleich nochmal machen. Ich hab langsam keine Lust mehr. Das Küken kann es gleich alleine machen. Ich hab keine Lust mehr, ey. Diese scheiß Daily, ey. Oh mein Gott, ey. Was ist denn heute los? Heute geht wirklich alles schief. So, jetzt machen wir jetzt Hängelwood. Also Küken, du kannst jetzt den nächsten Teil machen, weil Kiki und ich müssen mal überleben. Wir haben die blöde Daily immer noch nicht. Ich dachte zuerst, ich habe den abgewehrt mit dem Smudge und habe gedacht, Moment mal, warum hat das Abwehren geklappt? Das klappt nämlich nur, wenn das Ziel das macht. Da dachte ich, wie kann ich denn jetzt das Ziel sein? Dann bin ich ja erstmal ins Versteck und dann wollte ich nochmal rausgehen und testen, ob ich wirklich das Ziel bin. Und dann hat der Arsch, ich habe da das Funkgerät gedrückt, dann hat der Arsch, ist der so halb um die Ecke gelaufen, aber hat mich gesehen und hat sich direkt wieder umgedreht. Dann dachte ich, okay, ich bin doch nicht das Ziel. Und dann dreht er sich um und kommt dann doch wieder auf mich zu. Ja, was denn jetzt? Ey. Warum bin ich gestorben? Nee, du bist, weil ich tot war, dann hat er auf dich eben gewechselt während des Hans, weil der Hand ja weiterging. Wenn das Ziel tot ist, so, wechselt er zum nächsten. Weißt du, was das Allerlustigste ist? Ich habe die Daily auch nicht gemacht, weil das zählt wahrscheinlich nur, wenn der Host überlebt, denke ich mal. Was? Hat das bei dir auch nicht gezählt, obwohl du überlebt hast? Ja, keine Ahnung. Hä, bei was ist das denn? Eben mit Starterausrüstung ist bei mir auch nicht abgehakt. Was ist das denn für ein Quatsch? Okay, wir versuchen mal Tanglewood. Kiki, mach du auch mal ready. Und wenn wir diesmal Tarotkarten haben, scheiß auf die scheiß Dinger, weil wir müssen jetzt einmal die Scheiße überleben, damit das fertig ist. Oh mein Gott. Es geht ja heute schon toll los. Wir schaffen noch nicht mal eine simple Daily. So ein Scheiß. Also so einen Scheiß habe ich ja schon lange nicht mehr erlebt. Ey, echt. Ja. Sie ist um 5 Kills heute. Alter, hier ist was los. 2 Tote, 4 Verletzte. Mensch, du gehst ja schon. Ja, ich will diese blöde Daily endlich hinter mir haben. Ich habe keine Lust mehr, so langsam hier zu sein. Das Einzige, wenn ich so langsam sein will, ist für Apocalypse, weil da lohnt es sich immerhin. Wir haben die Voodoo-Puppe in der Garage. Das ist aber auch so lahm. Also so gefailt haben wir ja schon lange nicht mehr. Die Kerze hat er ausgepustet in der Nähe der Garage. Okay, nehmen wir mal wieder die Sensoren und das Salz. Und schon mal einen Kruzi. Der ist hinter uns gerade durch den Sensor. Ist der denn schon in einem Salz? Aber Küche kann auch sein, theoretisch. Noch sein. Küche sind warm, also es ist im Flur. War es am Essen? Yes. Das auch. Ja, okay, ich sehe aber auch keine Ohrnaps. Das muss ja nichts heißen. Kann ja auch sein, dass es ein Geist ohne Orbis ist. Ich sehe nirgends Orbs. Ja, vielleicht ist es ja kein Orbgeist. Ja, glaube ich auch nicht, dass der Orbs hat. Ey. So, wo läuft der jetzt hin?
Haben wir hier noch Salz? Der ist hier hingelaufen. Vielleicht ist der im Wohnzimmer. Mach mal Salz dahin. Aber ich hatte gerade... Oh, du! Könnte wieder ein Stalker sein. Ja, der ist im Foyer. So, hoffentlich klappt es jetzt mal mit dem Geist. Jetzt kann ich vergessen mit dem Dutzend. Event. Drei Sterne Geisterfoto. Das hier wird ewig brauchen. Ja, anscheinend keine Box, ja. Haben wir noch Sensoren? Ja, immer noch nicht. Kekseier. Ist der verschwunden eben bei dem Foto? Ich mach mal eins, um zu gucken. Okay, es ist kein Phantom, der ist schon mal raus. Warte mal, der ist nicht ins Salz getreten. Das ist, glaube ich, ein Wraith, oder? Das sag ich doch, das ist ein Wraith. Ja, dann brauchen wir ja gar nicht mehr groß zu testen. Hey, es ist mein Lieblingsgeist. Ja, kannst ja. Warte, ich kann die Voodoo-Puppe benutzen. Dann kannst du die Interaktionen fotografieren. Geh in die Nähe vom Versteck zur Sicherheit. Ich mache dazwischen immer eine Pause. Mal gucken, wer diesmal stirbt. Okay, 3, 2, 1. Hand! Sofort gesmatscht, weil ich mir schon gedacht habe, dass irgendjemand sonst stirbt. Hey, I'm fine. I'm in blue. How are you doing? Hope you have a nice weekend. Or a nice start to the weekend. We got a cursed hunt at the moment. We got a wave. We try to survive somehow. Mein Gott, der erste Pin war der Hard-Pin! Ey, du bist lustig! Ich bin der erste Pin, aber ich glaube, ich bin lustig! Ach, du Scheiße! Jetzt haben wir aber wenigstens garantierte Aktionsfotos. Ja, genau. Warte, lass mich nur noch kurz das Matsch schnappen. Ich bin in der Garage noch schnell reingesprungen ins Versteck, ey. Hier, da, hier das Bild. Das Bild da. Irgendwas hinter mir, ich weiß nicht was. Hier das Bild wieder. Da vorne irgendwo was. Oder im Kinderzimmer vielleicht. Oh, den Breaker kannst du fotografieren. Schnell, der ist in der Garage. Dun, 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 dun. Yeah, but you've made it now, so you can now rest. And leave all the stress behind and enjoy your weekend. That's what weekends are for. Ich hab noch zwei Fotos. Hä, was war das gerade? Irgendwas hat er gemacht, aber ich weiß nicht was. Und hier, das hier, das Bild. Und die Lampe. Und Türchen. Und hinter mir noch was. Das war's. Tschüss, liebes Wraith. Jetzt haben wir sogar überlebt. Meine Güte, erste Pin direkt der Hard-Pin, weißt du? Das war wieder so klar. Ja, wir sind fertig. Ich trage Wraith ein und dann Abfahrt. Ja, siehst du, mit meinem Lieblingsgeist läuft es. Man muss nur den richtigen Geist haben. We have been struggling so much. We have died all the time. We've been playing on the challenge mode settings because we need those stupid starter items daily.
And wait, what? How? Wait a second. Why did this not count? What the fuck? Warum steht da nichts von der Belohnung? Hä? Haben die das geändert? Nö. Ach, die können mich mal am Arsch lecken, dann lassen wir die eben, ey, scheiß drauf. Ich hab keinen Bock da drauf, mit Starter-Items irgendwas zu machen. Oh, jetzt haben wir uns extra den Arsch abgeschwitzt, um zu erfahren, dass die Pups-Kacke nicht funktioniert. Aber es hieß eigentlich, dass die, dass das funktionieren soll, das war auch so beabsichtigt, deshalb wundert mich das jetzt gerade. Weird. Oder vielleicht war es einfach nur ein Bug. Dass wenn wir dann einfach eine Runde eine kleine mitmachen zur Bühne oder so. Mit, boah, keine Ahnung, was im Schwierigkeitsgrad mit Starter-Items. Können wir ja nachher machen. Lass uns erstmal diese Geisterfotos weitermachen. Du hast ja jetzt vorhin welche gemacht, oder? Wie viele brauchst du noch?